Wann sind wir denn endlich da? Wir sind doch erst vor 10 Minuten losgefahren. Na und? Wenn du nicht so eine lahme Krücke hättest, dann wären wir gestern schon angekommen. Saschas Vater hat einen Porsche, ne? Porsche. Und ich muss in einen stinkigen Fischwagen durch die Gegend fahren. Am besten ich duck mich, damit mich keiner erkennt. Du kannst ja auch aussteigen, Miss Blach, ja? Das ist Verletzung der Aussichtspflicht. Und dann kommst du auf ein Gericht und in den Bau. Wie dein Alter, was? Der ist nicht im Bau. Der ist auf Montage. Ja, ist sehr gut. Komm, hier ist dein Fischstäbchen, dann halt in der Hand. Ja. Langweilig. Dann guck aus dem Fenster. Geht nicht, die Scheibe ist so dreckig. Mein Gott, dann spiel irgendwas. Ich hab nix mit, nur meinen Pillermann. Nimmst du die Flossen da weg, Miss Blach? Hier wird nicht rumgespielt. Erst soll man was spielen, dann wieder nicht. Ich will Benjamin Blümchen hören. Nix da. Solange ich diesen Fischwagen fahre, wird hier kein Heavy Metal gespielt. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst nicht an deinem Pillermann spielen, verdammt nochmal! Du bist ja noch blöder als Papa. Der Papa, der im Bau ist? Mama sagt, er ist bloß ein paar Monate im Ausland und verdient Geld als Ingenieur auf dem Stahlwerk. Ah ja, verstehe. Innenmontage von schwedischen Gardinen, was? Das stimmt nicht, der ist nicht im Gefängnis. Mama sagt, wenn der im Bau wäre, dann könnte der ja wohl nicht alle 3 Wochen auf Freigang kommen. Edgemann, und letztes Mal hat er mir ja schließlich Totenmacher geschenkt. Diese alte, räudige Pinscher-Mischung? Nee, Papa sagt, das ist ein Senfhund. Was ist das denn? Da hat jeder Köter seinen Senf zugegeben. Zustände. Dann erzähl mir doch zum Beispiel eine Geschichte oder was von zu Hause, wenn es nicht zu asozial ist. Ja, gut. Als ich einmal mit meinem Freund Todmacher beim Tierarzt war, da... Fang nicht schon wieder mit diesem Mistköter an. Hast du denn eigentlich nie ein Tier gehabt, Pavi? Auch nicht als Kind? Doch, mein Bruder Kormoran und meine Schwester Leguan. Kille, Kille. Da haben wir gelacht. Und so lange. Ich meinte richtige Tiere. Doch. Ich hatte sehr viele Fische als Kind, ja. Boah, echt? Piranhas, Haie und Barracudas etwa? Nein, Sprotten, Makrelen und Heringe. Und alle in Tod. Meine Schwester, ne? Die hat eine nachtaktive Wüstenrennmaus. Na klar, weiß ich im Bett das Schwein. Deine Eltern können froh sein, dass sie noch keinen Kerl im Bett hat. Mit 7? Ja, so asoziale Blagen, wo der Alte im Knast sitzt, die fangen früh an. Noch ein Wort und ich hol wieder den Papa von meinem Freund Todmacher. Gehacktes Macher. Nicht, bitte nicht. Nein, nicht wieder Gehacktes Macher. Ja, ja. Ist ja wohl Schiss, wa? Aber um nochmal auf die nachtaktive Wüstenrennmaus von meiner blöden Schwester zurückzukommen, ne? Weil Todmacher da ja immer drauf... Also, weil der und Gehacktes Macher da... Okay, weil die beiden da jedenfalls nicht rangehen, ne? Hab ich mir eine Katze besorgt. Als Sparringspartner? Sparring? Ist das der Kanzlerkandidat von der SPD? Nein, das ist Schröder. Sparring ist, wenn man sich für Geld vermöbeln lässt. Meine Katze kriegt aber kein Geld. Sonst würde das ja auch bestimmt alles in Schäber verjubeln. Und da habe ich ja kein Interesse dran, ne? Die soll ja schließlich Renny, die Maus, fressen. Was ist denn das für ein alberner Name? Renny? Musste man meiner bescheuerten Schwester erzählen. Und wie heißt die Katze? Dreieck. Wie bitte? Mama hat gesagt, wenn du die Katze Muschi nennst, kriegst du was hinter die Löffel. Renny, ne, pieste jedenfalls volle Kanne durch die Butze, ne? Dreieck logisch hinterher und da ging die Tür auf, weil Mama was fragen wollte. Und Todmacher, ne? Wumm! Volle Kanne auf, Dreieck drauf und da seilt sich Sitting Bull von der Decke ab. Moment, Erwin. Ja? Todmacher, Renny, Dreieck, gut und schön, aber wer ist der Sitting Bull? Dein Vater? Weil er im Bau sitzt? Ein für alle Mal, Papi!
Wenn du nicht nochmal gehacktes Macher kennenlernen willst, dann sag jetzt ja nichts mehr über meinen Papa, was nicht stimmt. Gut, ja. Und wer ist der Sitting Bull? Das ist unser Wellensittich. Wer sonst? Hättest du den nicht besser Sitting Well nennen sollen? Hä? Verstehe ich nicht. Oder Welling Sit? Sag mal, bist du eigentlich total blöd, ey? Soll ich jetzt endlich mal weitererzählen, was da passiert ist? Nee. Mach ich aber. Sitting Bull nämlich, der ist witzig, ne? Der pickt immer seinen Spiegel an, wo er selber drin ist. Ja klar, der hat Hospitalismus. Das Vieh muss in die Psychiatrie oder besser in die Tonne. In Umwelttonne oder Restmüll? Scheißegal, Hauptsache da krakeelt nichts mehr. Oh, oh, oh. Da wäre ich aber ganz vorsichtig. Oder möchtest du mit dem großen Bruder von Sitting Bull Bekanntschaft machen? Hä? Sitting Strolch? Was macht der denn? Der vergewaltigt Zebrafinken. Oh, ein übler Gesell. Ho, ho, ho. Da könnte man es ja zum Beispiel mit der Angst zu tun kriegen. Ho, ho, ho. Ja, könnte man auch. Ja. Meine Schwester darf auch nicht mit dir allein in einem Raum bleiben. Ho, ho, hört sich ja mördergefährlich an. Ja, und einmal nämlich, darf ich das mal eben sagen? Da hat er nämlich Zebrafinken im Fernsehen gesehen und ist immer warm. Wum, wie ein Düsenjäger gegen den Bildschirm gedonnert. Und seitdem trägt er einen Helm. Aber nur, wenn er frei fliegt in der Wohnung. Ja, es ist alles sehr interessant, euer Zoo. Ja, ne? Ja. Dann habe ich auch noch eine Dreieck-Story, ne? Dreieck, ne? Ja. Die hat nämlich neulich Sitting Strolch aufgefressen und den Helm aber wieder ausgekotzt. Ist jetzt also tot, der Sitting Strolch? Nee, nicht richtig. Mama hat na klar sofort die Katze aufgeschnitten und den rausgeholt. Wer ist denn Dreieck jetzt tot? Tot kann man nicht sagen, aber man könnte sie jetzt auch ganz Vieleck nennen. Für mich sind die besten Tiere viereckig und in der Pfanne liegend. Ich bin Vegetarier. Ich esse nur Tiere, wenn auch Gemüse dabei ist. So, so. Ist aber ein weiter Begriff des Vegetarismus. Ja, meine Schwester, ne? Die ist nämlich aber sogar in echt ovolacto-vegetabil. Von wem? Wie von wem? Ja, wer ihr das Blag angedreht hat. Bist du blöd? Meine Schwester isst nur Fleisch, wenn auch Eier, Milch und Gemüse dabei sind. Das ist ja eine sehr ernährungsbewusste Familie. Ja, ne? Und meine Mama, die fastet immer. Aha. Die isst nur Fleisch mit nichts dabei. Und Papa... kriegt nur Wasser und Brot. Nee, der isst Cerveso-Vegetarier. Ist der verstrahltes Gemüse? Nicht Seveso, Cerveso. Der säuft nur Bier. Verhältnisse sind das also, mein Gott. Ich sauf auch schon Bier und fresse Chips dabei. Ich weiß aber gar nicht, wie das heißt. Das kann ich dir sagen, Erwin. Asozial.